Wir reden heute über XRP und Ripple natürlich. Die Lage spitzt sich wirklich zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum, zeige ich euch im Video. Das Settlement könnte jetzt wirklich vor der Tür stehen, doch eher kommen als gedacht. Es bleibt wirklich richtig, richtig spannend. Man muss wirklich quasi wie vor dem Fernseher sitzen bleiben, um dabei zu sein. Wir haben wieder ein wunderschönes Video mit Oliver Michel, der über XRP spricht und hier eine sehr, sehr bullische Prognose abgibt. Wir sehen uns kurz an, dass Ripple unendlich viele Partnerschaften im Petto hat. Sie wollen mit 10 Staaten zusammenarbeiten in Sachen CBDCs. Zum Thema CBDCs sage ich euch auch nochmal, was ich denke, wann das Ganze soweit sein könnte. Ihr lasst mir im Vorfeld sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, haut den Like-Button zum Montag richtig durch die Decke, das würde mich wirklich sehr freuen. Lasst mir kostenlos ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen in Sachen XRP, aber natürlich auch andere Sachen zum Thema Kryptowährung, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum, ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, Vollgas würde ich sagen. Zum Montag starten wir direkt rein. Ihr lasst mir, wie gesagt, ein Like da. Ich wiederhole mich. Die Krypto-Heatmap lassen wir mal weg. Da passiert momentan nicht viel. Aber wer hier neu im Krypto-Space ist, dem muss ich gleich sagen, das kann sich schon nach dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ändern, völlig anders aussehen, weil dieser Markt ist wirklich extrem krass volatil, das sucht eigentlich seinesgleichen. Also passiert momentan nicht viel. Wir gehen direkt rüber zu XRP und wir sehen uns die Nachricht an, die gestern rauskam. Gestern ich natürlich kein Video gemacht. Gestern habe ich natürlich kein Video gemacht, da Sonntag wirklich nur im Extremfall. SEC verlangt jetzt eine Strafe von 102,6 Millionen Dollar. Das ist ganz wichtig, 0,6 Millionen Dollar von Ripple. Im Fall XRP. Wir hatten ja erst die Strafzahlung, das Angebot, sagen wir mal, von 2 Milliarden US-Dollar. Ripple sagte, nein, wir sind mit 10 Millionen okay. Also man merkt, sie nähern sich an. 102,6 Millionen US-Dollar werden jetzt gefordert. Das ist schon erheblich weniger, sehr, sehr viel weniger als 2 Milliarden. Also man merkt auch, die SEC, ich weiß nicht, was man da rein interpretieren sollte, möchte auch, dass es zum Ende kommt oder hat sehr, sehr schlechte Karten. Jetzt ist die Frage, wie geht Brett Garlinghouse bzw. die Ripple Company davor? Werden sie weiter anfechten? Wollen sie noch weiter runter? Mir wäre es doch ganz lieb, euch sicherlich auch, wenn sie das dann irgendwann mal annehmen. 100 Millionen, ja, das ist viel, aber für Ripple, ihr wisst, was ich meine sicherlich. Also das kann man doch langsam mal als wirklich vernünftige Verhandlung bezeichnen und das weckt wirklich die Zuversicht, dass hier bald Schluss ist, dass wir vielleicht den Moonshot bei XRP dann endlich sehen. Anwendung, das wird noch in Sachen CBDCs sowieso noch eine ganze Weile dauern. Warum, werden wir uns gleich ansehen. Meine Meinung ist, dass das Urteil schneller kommen kann, als wir uns das vorstellen können. Es wird hier kein Datum geben, erinnert euch dran, als Richterin Torres am 14. Juli, ich vergesse das immer wieder, das Urteil kam, das kam auch aus dem Nichts und genauso bin ich der Meinung, wird es hier sein. Gehen wir weiter. XRP News, Ripple möchte mit 10 Regierungen zusammenarbeiten, um CBDCs zu entwickeln. Auch da hat sich Brett Garlinghouse dazu geäußert, dass Ripple, die Ripple Company, drauf und dran ist, mit mehr als 10 Staaten da zusammenzuarbeiten, grenzüberschreitende Zahlung, quasi Cross-Border Payment in Sachen CBDCs, da zu launchen, zu entwickeln, zum Beispiel mit der Zentralbank von Palau, mit der Zentralbank von Georgien, auch da schon in Partnerschaft. Ripple scheint sich als Vorreiter in der Entwicklung von CBDCs zu positionieren und das wird wirklich der Schlüsseleffekt, wenn ihr mich fragt. Das Ganze wird noch dauern. Von diesem Thema hört man viel zu wenig in letzter Zeit. Von daher mein Gefühl, das wird noch eine ganze, ganze Weile dauern. Momentan haben wir auch geopolitisch andere Sachen zu tun. Also das wird sich noch etwas ziehen. Garlinghouse erklärte, dass die geplanten CBDCs ähnlich wie Stablecoins funktionieren werden, da sie darauf abzielen, einen stabilen Wert im Vergleich zu traditionellen Währungen zu behalten. Das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP, Ripple, hat eine bedeutende Zusammenarbeit mit 10 verschiedenen Regierungen angekündigt. CEO Brett Garlinghouse teilte mit,
dass diese Partnerschaften darauf abzielen, die Blockchain-Technologie von Ripple zu nutzen und die Effizienz und Sicherheit globaler Finanzsysteme zu verbessern. Und wer kann das besser als Ripple mit XRP, mit dem ODL-System? Ich würde sagen, niemand. Sehr, sehr starkes Statement hier. Das waren schon mal die News zusammengefasst. Lasst mir dazu eure Meinung da. Ich bin einfach nur extrem bullish, was XRP angeht. Auch die Einführung des Stablecoins, eventuell IPO, Börsengang. Da ist noch so viel in der Pipeline. Und der Major Move wird einfach sein, dass wir uns hier mit dem Gerichtsurteil verabschieden. Und dann kann alles Step by Step dazu beitragen, dass XRP wächst, dass Ripple weiter wächst. Und wir hier den Bullrun, den zweiten Bullrun in Folge nicht verpassen werden. Okay, sehen wir uns kurz Oliver Michel an vom Aktionär. Habt ihr sicherlich gestern schon bei XRP Deutschland gesehen oder auch auf X. Aber wir müssen uns es einfach nochmal ansehen, was er zum Thema XRP sagt. Auch das Edge, was sich da gebildet hat, weist auf einen Ausbruch hin. Das hatten wir schon mehrfach in der Vergangenheit. Seht euch das Video gerne an. Ich habe hier XRP ebenfalls in der Monatsdarstellung, aber weiter zusammengezogen von 14 bis heute. Mhm. Und beim XRP muss man ganz klar sagen, da hat sich seit einem Jahr nichts getan. Von 50 Cent auf 52 US-Cent. Also das ist so viel wie nichts. Deswegen habe ich mal diese Darstellung gewählt, und zwar die Hoffnung der XRP-Besitzer, die sich in folgendem Bild ausdrückt. Und zwar hatten wir seinerzeit, 14 bis 17, hier dieses Wedge, das sich zusammengepresst hat. Und wir hatten in einem ersten Ausbruch nach oben, sage und schreibe, 4.300% bis zu diesem Level. Und dann ist es ein bisschen zur Seite gegangen und hat einen weiteren Ausbruch gehabt. Und von hier unten bis hier oben waren das, sage und schreibe, 39.700%. Dazu muss man aber sagen, das ist sehr, sehr lange her. Ich meine, das war sogar 2012, 2013 irgendwann, also nach dem ICO auch. Also das ist wirklich Lichtjahre her. Da wird sich wahrscheinlich niemand von uns dran erinnern und es wird wahrscheinlich auch niemand von uns mitgemacht haben. 39.000%. Es kommt nur auf die Betrachtung an. Das sind zwei tolle Zahlen und das ist natürlich das, worauf die XRP-Gemeinde jetzt hofft, weil hier bildet sich ähnlich über Jahre jetzt schon wieder ein solches Wedge aus. Der Druck spitzt sich hier zu und alle hoffen natürlich auf den Ausbruch nach oben. Und es muss ja kein 40x sein wie hier. Mir würde auch schon ein 20x reichen, weil dann ist man irgendwo zwischen 8, 9, 10 US-Dollar und das wäre schon nicht schlecht. Ja, das, und, kann man das ist etwas, worauf man hoffen kann und warten kann. Und das ist auch etwas, was ich tue. Das heißt, es kommt wirklich nur auf... Okay, das dazu. 8, 9, 10 Dollar. Puh, wäre das nicht geil. Haut mir jetzt mal in die Kommentare, was euch reichen würde. Ein wie viel X ihr euch wünscht für euer Portfolio. Ach, das wäre doch schon mal als erster krasser Moonshot in Sachen XRP. Absolut fantastisch und würden wir sicherlich alle mitnehmen, die ja schon lange investiert sind, lange warten. Ich bin jetzt auch nicht der Charttechniker, aber auch daraus kann man natürlich Hoffnung ziehen. Oliver Michel schon lange dabei, nicht nur, dass er mir auch sehr sympathisch ist, der Mann hat auch alle möglichen Ausbildungen im Finanzwesen durchgemacht, war bei sehr, sehr vielen Banken angestellt oder ist zumindest, ist ein sehr, sehr großes Licht an der Frankfurter Börse. Ich vertraue dem Mann, ich vertraue in XRP, ich vertraue in Ripple. Auf jeden Fall, ihr haut mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten unsere Telegram-Gruppe definitiv abchecken, unten in der Videobeschreibung, da bekommt ihr Hilfestellung. Vielen Dank wie immer, haut den Like-Button richtig durch die Decke. Oliver Michel, auf jeden Fall geiler Typ, bis zum nächsten Mal. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.